Ja, guten Morgen. Treiber und Getriebene, das ist schon ein ganz schönes Motto für den heutigen Tag. Ich werde das auch in meiner Rede gleich nochmal aufgreifen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, liebe Frau Dr. Franz, alle Vertreterinnen und Vertreter aus den Räten und den Kreistagen, sind hier, glaube ich, eine ganze Reihe da, aus den Kulturinstitutionen und Verwaltungen. Natürlich begrüße ich auch die Künstlerinnen und Künstler, Kolleginnen und Kollegen aus den RKP-Büros. Und es sollen auch Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Gemeinschaft hier sein. Auch die begrüße ich herzlich und der RKP und der verschiedenen RKP-Büros. Ja, ich möchte starten mit einer These oder einer Aussage, die mir sehr wichtig ist, weil ich auch so ein bisschen fürchte, dass wir sonst bei dem Thema ökologische Nachhaltigkeit, was die Kunst betrifft, vielleicht auf einen falschen Pfad kommen. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass man Nachhaltigkeit im Bereich der Kultur nicht reduzieren darf auf den CO2-Ausstoß. Ich glaube, dass das eine zu große Verengung wäre. Und das möchte ich auch ein bisschen begründen. Und deshalb möchte ich, obwohl ja das dritte Wort machen ist heute, ein bisschen auch noch etwas zum Denken geben. Wenn wir ein bisschen zurückblicken und uns angucken, was wichtige Institutionen zu dem Thema gesagt haben, so hat zum Beispiel der Rat für nachhaltige Entwicklung zum Thema Bedeutung der Kultur formuliert, es bedarf der Durchbrechung bestehender Konsummuster sowie Normen und Wertesysteme. Und jetzt kommt die Rolle der Kultur. Dabei sollen Kultur und ihre zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteure künftig eine stärkere Rolle spielen. Denn was unter Kultur verstanden wird, unterliegt einem permanenten Definitionswandel. Ohne die Schaffung eines Bewusstseins für Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ist die Transformation nicht zu bewerkstelligen. Die Veränderung muss also auch im Kopf stattfinden. Und dass etwas im Kopf stattfindet, ist ein Punkt, der durch die Kultur, durch Kunst ausgelöst werden kann. Es ist ganz interessant, wenn man sich ein bisschen zurück nochmal vergegenwärtigt, wie sind eigentlich diese ganzen Ziele entstanden, wie ist es zu den verschiedenen Dimensionen gekommen, wie war damals der europäische Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit. Da gab es eine ganz entwickelte Diskussion dazu, dass es möglicherweise doch neben den drei Dimensionen, also Ökonomie, Ökologie und Soziales, auch die Kultur geben sollte. Also eine vierte Dimension. Das hat sich dann nicht durchgesetzt, sondern mehr die Ansicht, in allen drei Dimensionen solle die Kultur eine Rolle spielen. Wir konzentrieren uns ja heute auf die ökologische Dimension. Welche Rolle kann denn die Kultur in der ökologischen Transformation spielen beim Thema Klima? Dazu formuliert zum Beispiel der BUND im November 21 in seinem zentralen Beschluss: ohne kulturellen Wandel keine Nachhaltigkeit. Und der Kulturrat formuliert: die Umsetzung der Agenda 2030 ist eine kulturelle Aufgabe. Also wir brauchen ein breiteres Verständnis von Kultur. Nicht nur Fakten ändern das Verhalten, sondern das Verständnis für ein übergreifendes, nur gemeinsam zu erreichendes Ziel ist die Voraussetzung für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit einem Thema, in dessen Folge sich dann Wertvorstellungen ändern, Haltung und Konsummuster verändern. Ich verweise auf die aktuelle Diskussion um das Heizungsgesetz. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen. Auch da spielt das ja eine ganz, ganz große Rolle. Was habe ich für Wertvorstellungen? Stelle ich das kollektive Interesse in den Mittelpunkt oder mein individuelles Interesse? Ganz interessant ist ja, dass ein bisschen, weiß ich gar nicht, wir haben vieles auch vielleicht schon vergessen, in der Corona-Pandemie hat das ja genau stattgefunden. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, mit allen Schwierigkeiten, die es natürlich auch da gab, dass die Menschen bereit waren, für ein Gesundheitsziel persönliche Freiheiten aufzugeben, in einem Ausmaß, was wir, glaube ich, vor ein paar Jahren uns noch gar nicht haben vorstellen können. Das heißt, da gab es die Bereitschaft, für ein übergreifendes Ziel, für ein kollektives Ziel, individuelle Freiheit aufzugeben. Und der Staat hat das auch sehr klar durchgesetzt. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum ist das bei diesem Gesundheitsziel gelungen, bei der Pandemie, aber bei der ökologischen Transformation nicht in dem Maße.
Denn wir müssen ja schon beklagen, dass das Tempo offensichtlich nicht reicht, um die Ziele, die gesteckt sind, das 1,5-Grad-Ziel, zu erreichen. Ein paar Punkte, die mir dazu einfallen, ist die zeitliche Dimension. Es ist einem dann vielleicht doch egal, was mit der nächsten Generation ist. Die regionale Dimension, vielleicht profitiert man sogar in seiner Region davon. Also ich denke, es ist nicht so eindeutig wie bei der Pandemie, dass alle potenziell betroffen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Thema nicht nur verstehen als ein technisches Thema, sondern als ein Thema, wo sich etwas im Kopf verändern muss. Und wie kann das geschehen? Ich habe mal so drei Punkte jenseits der konkreten Dinge, auf die ich gleich auch nochmal eingehen will, unter dem Stichwort machen, möchte ich nennen, die aus meiner Sicht ganz interessant sind. Und das sind auch Punkte, die vielleicht ein bisschen unterbelichtet sind. Ein Punkt ist das immaterielle Kulturerbe. Wir haben ja eine Menge damit zu tun im Ministerium und das ist so ein Feld, was immer so ein bisschen am Rande läuft. Aber was ganz interessant ist, ist, dass der erste Beitrag zum immateriellen Kulturerbe, den Deutschland auf der UNESCO-Liste platzieren konnte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, was das war, es war das Genossenschaftswesen. Das ist ja hochinteressant aus meiner Sicht, denn gerade beim Genossenschaftswesen ist ja dieses Muster kollektive Interessen vor individuelle Interessen eigentlich sozusagen die Basis für die Idee der Genossenschaft. Und ich glaube, dass gerade bei dem immateriellen Kulturerbe eine ganze Menge Kulturformen sind, die auch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit haben und wo sehr viele Menschen, die vielleicht bei anderen Themen oder bei dem Thema insgesamt nicht so ganz aufgeschlossen sind, sich engagieren. Da geht es um Flechthecken, Brotkultur, Baumfelderwirtschaft, also um ganz, ganz viele Dinge, die mit Ökologie zu tun haben. Und ich glaube, es wäre gut, etwas mehr dahin zu schauen und auch die Menschen, die dort engagiert sind, vielleicht etwas mehr in unsere Kulturinstitutionen einzuladen, etwas mehr mit ihnen zusammenarbeiten, um diesen Aspekt der kulturellen Praxis in unserem Land etwas mehr einzubeziehen in die ökologische Transformation und den Bewusstseinswandel. Noch enger ist meines Erachtens bei einem zweiten Punkt, nämlich der Strukturwandel im Ruhrgebiet. Es ist eben schon kurz angesprochen worden. Und ganz exemplarisch für mich ist dafür die Renaturierung des Abwassersystems der Emscher. Das ist ja eines der größten Projekte in diesem Bereich Europas, möglicherweise weltweit, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall Europas. Und es gibt ja auch tolle Dokumentationen und Filme darüber. Und was auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, also ich habe letztens eine Ausstellung gesehen, und da war das gar nicht präsent, ist, dass ja dieser Prozess von Anfang an mit Kunst begleitet worden ist. Es gibt inzwischen 19 Kunstwerke entlang der Emscher, die sich fast alle ganz intensiv mit dem Thema Klima und den gesellschaftlichen Folgen der ökologischen Entwicklung beschäftigen und diese reflektieren. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, dass man Renaturierungsprojekte, Strukturwandel so unmittelbar mit Kunst verbindet. Weshalb sage ich das explizit hier? Wir haben ja vor der Haustür die großen Braunkohleregionen stehen vor einem gewaltigen Strukturwandel und wir sind ja dabei, Frau Franz, der LVR und auch wir als Ministerium, das Thema Kunst, Kultur in diesem Prozess zu verankern, es mit zu berücksichtigen, diesen Strukturwandel eben auch durch Kunst, durch Kultur mit abzubilden und die Menschen mitzunehmen. Denn auch hier in der Region sollen ja neue, nachhaltige Strukturen entstehen. Es soll besonders die nachhaltige Industrie gefördert werden und so weiter. Übrigens vielleicht an der Stelle, es gibt ja auch Institutionen, die das schon sehr gut machen. Ich habe mal geguckt, es gab ja zum Beispiel hier in Köln die Ausstellung Ökorausch. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, 20 war das, die auch zum Beispiel Design und Nachhaltigkeit zum Thema hatte. Also diese Verbindung immer wieder herzustellen, halte ich für einen ganz wichtigen Ort. Und das Dritte, was sich dann an die Kulturinstitutionen richtet, ist, ich glaube, wir brauchen, die Kulturinstitutionen müssen, ja, ich nehme jetzt mal das Wort politischer werden, gesellschaftspolitischer. Sie müssen eben diese Themen auch in ihren Räumen, in ihren offen gestalteten Räumen aufrufen
und Menschen dabei unterstützen, die sich engagieren, diese Kulturinstitution auch zu nutzen. Wir machen das ja mit verschiedenen Konzepten, zum Beispiel mit dem Konzept Dritte Orte, dass wir versuchen, solche Räume zu schaffen, wo Menschen sich treffen können, diskutieren können, eben auch kulturellen Wandel selber praktizieren können. Ich denke jetzt an sowas wie zum Beispiel nachhaltiges Kochen oder sich über diese Dinge zu unterhalten, sich zu verständigen, eben diesen Wandel im Kopf hinzubekommen, dass wir nicht so weiterleben können, wie wir über Jahrzehnte gelebt haben, sondern dass wir uns alle individuell auch verändern müssen und diese kollektive Aufgabe, den Klimawandel zu stoppen oder zumindest abzubremsen, gemeinsam zu schaffen. Ja, das war sozusagen erstmal meine allgemeine Vorbemerkung, weil ich glaube, dass wir eben nicht nur über Heizung reden können, sondern wir müssen darüber reden, was Kultur, was Kunst bewirken kann in der Gesellschaft. Meine Damen und Herren, mit dem Kulturgesetzbuch, das ja letztes Jahr am 01.01.2022 in Kraft getreten ist, haben wir erstmals in Deutschland in einem den Kulturbereich regelnden Gesetz die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit verankert. Das war übrigens recht einfach. Ich hatte eigentlich gedacht, hätten wir Widerstände bei dem Punkt. Aber eigentlich war im politischen Raum die Zeit schon reif dafür, was mich damals auch sehr gefreut hat. Wir haben alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit aufgenommen und eben auch ganz konkret die ökologische Nachhaltigkeit mit Begriffen wie mögliche klimaneutrale Ausgestaltung des Betriebs, die Durchführung von Veranstaltungen klimaneutral, den internationalen Kulturaustausch so zu gestalten, dass er möglichst klimaneutral ist, Veranstaltungen auch entsprechend anzulegen. Und wir haben auch eine sehr konkrete Regelung, ich weiß gar nicht, ob sie schon genutzt wird von Ihnen, wir können eben auch jetzt Bezuschussen, Kompensationszahlungen bei Flügen zum Beispiel, also dass Sie da auch entsprechend agieren können. Ja, das ist die Grundlage, auf der wir dann ein Programm entwickelt haben, und das ist eigentlich auch parallel entstanden, und damit wir das auch machen können, haben wir ein Referat eingerichtet im Ministerium, das sich eben auch mit dem Themen als Schwerpunkt, ist auch ein Baureferat, was sich mit Bau beschäftigt, mit großen Bauvorhaben, aber eben auch mit dem Thema ökologische Nachhaltigkeit, und mein Kollege Herr Zinikus ist auch hier, ich weiß nicht, wo er sitzt, da hinten, und wird nachher auch nochmal auf dem Podium Rede und Antwort stehen. Kontaktdaten und so weiter finden Sie auch auf unserer Homepage. Ja, wir haben dann ein 7-Punkte-Programm entwickelt zur ökologischen Nachhaltigkeit, was wir jetzt sukzessive umsetzen. Das heißt Ökokult NRW. Später wird es in der Podiumsrunde, glaube ich, auch nochmal vertieft vorgestellt. Ich will das deshalb auch nur streifen, aber damit Sie verstehen, was wir jetzt unter dem Punkt machen, auf den Weg gebracht haben. Das erste Handlungsfeld von den 7 ist ein Investitionsprogramm für ökologische Modernisierung. Nun werden Sie wahrscheinlich festgestellt haben, dass wir das in diesem Jahr noch nicht auf den Weg gebracht haben. Das hängt damit zusammen, dass wir immer noch Signale haben vom Bund, dass der Bund ein großes Investitionsprogramm für ökologische Nachhaltigkeit für Kulturinstitutionen möglicherweise noch auf den Weg bringt. Das geht immer ein bisschen hin und her. Und dann würden wir unsere Mittel für die Kofinanzierung einsetzen. Wenn das nicht geschieht, werden wir also von uns aus ein solches Programm auf den Weg bringen. Wir haben sonst eigentlich immer jedes Jahr so ein Investitionsprogramm realisiert. Das Zweite ist, dass wir davon ausgehen, dass doch viele Kulturinstitutionen, vor allen Dingen auch die kleineren, Beratung brauchen und wir deshalb sogenannte Green Culture Coaches für Kultureinrichtungen sozusagen finanzieren wollen. Da sind wir gerade dabei, das auf den Weg zu bringen. Wir haben ja für uns selber sehr viele bürokratische Hemmnisse eingeführt, sage ich jetzt mal. Und es ist für uns auch nicht immer ganz einfach. Wir müssen eben dann immer ausschreiben und diese ganzen Dinge erstmal erledigen, bevor wir dann mit unseren guten Ideen auch ins Machen kommen. Und deshalb dauert das noch ein bisschen, aber die konzeptionellen Dinge sind soweit erledigt und wir sind in der Umsetzung. Was wir schon umsetzen konnten, ist die Weiterbildung Transformationsmanager, Managerin. Ich weiß nicht, ob jemand hier aus dem Raum teilgenommen hat. Wir finanzieren 2 Durchgänge. Einer ist, glaube ich, jetzt gerade fast abgeschlossen. Und wir haben enorm viele Bewerbungen. Also das Thema brennt auf den Nägeln. Die Leute wollen was machen. Und wir werden jetzt kurzfristig dann auch den zweiten Durchgang angehen.
Das ist der dritte Punkt. Beim vierten Punkt wird es jetzt schon sehr konkret in den Kulturinstitutionen. Wir wollen, und da sind wir uns auch einig mit vielen Direktorinnen und Direktoren, dass in den Museen mehr Ausstellungen aus Sammlungsbeständen erfolgen. Und wir haben das auch schon bei unserer aktuellen Runde. Wir machen ja immer so ein Ausstellungsprogramm jedes Jahr, wo sich alle Kultur, also alle Museen und auch Kulturvereine, Kunstvereine bewerben können, dass sozusagen mehr regional nachhaltig gedacht wird oder eben aus den eigenen Sammlungsbeständen, und haben da schon einen Schwerpunkt bei der Auswahl der Ausstellung gelegt. Also nicht die großen Blockbuster, wo dann international alle großen Werke zusammengetragen werden und sozusagen wie in so einer Karawane durch die Welt ziehen, sondern mal gucken, was haben wir in unseren Beständen. Wir haben ja viel, viel mehr in den Depots als in den Ausstellungsräumen und das nutzen. Ähnlich ist es auch im Theater oder in den darstellenden Künsten. Da haben wir die Abspielförderung, also das, was da ist, noch mal spielen, haben wir erhöht. Es war so eine meiner ersten Erkenntnisse, dass ich mich gewundert habe im Kulturbereich, als ich das übernommen habe, die Abteilungsleitung, weshalb viele tolle Stücke nur so selten gespielt werden, manchmal nur einmal. Und das fand ich immer schon sehr, sehr schade. Hängt auch mit unserer Förderung zu tun. Wir haben selber ein Stück Schuld daran, sage ich mal, dass wir eigentlich immer das Neue fördern, auch diese Wachstumsidee, immer mehr neu. Und viele tolle Sachen dann schnell wieder verschwinden. Und da haben wir die Abspielförderung jetzt erhöht und wollen, dass also die Dinge nachhaltiger gespielt werden, mehr gezeigt werden, auch in den Regionen gezeigt werden, Zusammenarbeit mit den Bespieltheatern und freie Theater, das ist da das Stichwort. Dann, ich glaube, das ist das schwierigste Thema, nachhaltige Mobilitätskonzepte, denn natürlich ist, wenn man jetzt in die Einrichtungen guckt, zum Beispiel in die Theater, ist der größte CO2-Abdruck, sind natürlich die Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto kommen. Und nun wollen wir aber natürlich, dass sie kommen, und deshalb habe ich auch einleitend nochmal andere Punkte genannt, weil ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist jetzt zu sagen, okay, wo können wir am meisten sparen? Am meisten sparen können wir, wenn keine Besucherinnen und Besucher mehr kommen. Das wäre, dann kommen wir so nach Absurdistan, finde ich, und das sollten wir vermeiden, aber trotzdem kann man natürlich das anders gestalten. Man kann das kombinieren mit ÖPNV-Tickets, das machen ja auch schon einige, man kann Sammeltaxis organisieren zur Rückkehr und hinkommt man mit ÖPNV. Also diese Dinge werden wir in einer Konferenz im Oktober gemeinsam mit dem Verkehrsministerium vertiefen. Und dann ein Punkt, mit dem wir so ein bisschen die Daumenschrauben anziehen. Wir wollen auch in der Förderung, wir haben ja über 2000 Einzelförderungen im Haus, wollen wir die Nachhaltigkeit als Thema mit verankern. Also dass diejenigen, die Geld von uns bekommen, über dieses Thema reflektieren müssen und auch nachdenken müssen, was machen sie damit. Nicht immer die neue, sozusagen das neue Bühnenbild, sondern vielleicht mal ein anderes nutzen. Also selber sich überlegen, was kann ich machen, welchen Beitrag kann ich mit, innerhalb meiner Förderung umsetzen, um dem Thema zu genügen. Ja, das sind die 7 Punkte, da sind wir dabei zu machen. Sicher reichen die 7 Punkte nicht, wir müssen noch viel, viel mehr machen, aber man muss ja auch mal anfangen. Und ich denke, wir sind da erstmal auf einem ganz guten Weg und wir sind natürlich auch im engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern, wo wir sehr gut vernetzt sind und haben auch entsprechende Arbeitsstrukturen, um auch bundesweit das voranzutreiben, und arbeiten auch mit BKM und dem Aktionsnetzwerk, was Sie alle sicher gut kennen, eng zusammen. Ja, soweit die Dinge, die ich heute Ihnen vorstellen wollte. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich beim LVR und bei den RKP-Büros bedanken für die Umsetzung dieser Tagung, für die Vorbereitung. Und ich finde, Sie haben wieder ein tolles Thema gewählt. Es ist immer spannend, diese Konferenz. Ich halte sie auch für ganz, ganz wichtig und bin auch sehr gerne gekommen. Ich freue mich auf den Verlauf der Konferenz, glaube, dass wir viele gute Impulse haben, und wünsche uns viel Erfolg. Dankeschön. Thank you.